So, meine Lieben, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus einer ganz anderen Perspektive, denn ich befinde mich gerade vor einem Actionmarkt, ja. Ich nehme euch heute ein bisschen mit, das bedeutet, wir werden heute ein Action-Live-Haul gemeinsam haben und ja, ich bin mal gespannt, was es so gibt. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne mitnehmen möchte und ja, wir werden uns einfach mal überraschen lassen, was denn zum Angebot ist und deswegen starten wir jetzt direkt und ich nehme euch einfach mit zum Einkaufen. Fotoabteilung ist auch richtig toll. Diese Alben hatte ich mir letztens einmal mitgenommen. Ich glaube, das werden wir auch noch einmal mitnehmen. Die sind sehr cool. Sehen sehr schön aus und kosten nur 1,99 €. Ja, die Dekosachen sind auch richtig, richtig schön. Passt nicht in mein Wohnzimmer, sonst hätte ich die wahrscheinlich auch mitgenommen. Oder auch die. Viele Mädels hatten übrigens gefragt, wo ich meine Mystery Bags her habe aus der Verlosung aus dem Video. Bei Action kriegt ihr die für nur 39 Cent und die sehen echt schön aus. Also finde ich richtig hübsch. Ich habe zwar welche zu Hause noch, aber ich glaube, diese hier nehmen wir mal mit. Ja, Notizbücher gibt es hier auch richtig schöne. Und da ich einen neuen Planer brauche, werde ich mir, glaube ich, den hier mitnehmen. Der sieht schön aus, der hat auch ja, ein bisschen mehr zum Eintragen. Den nehmen wir mit. Hier haben wir dann auch die berühmte Fußmaske. Ich habe mit Kokos hatte ich sie schon. Aber dann gucken wir mal, ob wir noch mit Avocado welche finden. So, hier sind sie auch. Dann nehmen wir die doch auch einmal mit zum Testen. So, das ist dann die Handpflegeabteilung. Und da finde ich die richtig, richtig schön. Für 3,69 Euro für Stück. Ich möchte die gerne verschenken, deswegen nehmen wir die mal mit für meine Arbeitskollegen. Ja, finde ich, sieht sehr, sehr schön aus in der Verpackung. Bin gespannt, wie die so sind. Hier ist schon Valentinstag am Start. Hier sind wir beim Maskenregal und die haben im Moment richtig viel, was ich noch nicht so kannte, wie zum Beispiel die hier, Hydrogel Goldmask für 99 Cent, die klingt doch interessant. Und auch die Watermelon Mask kannte ich bis jetzt noch nicht. Die hier hatte ich schon, die ist nicht so cool. Also richtig schön viele an verschiedenen Masken. Alina, wenn du dieses Video siehst, Fatsch-Karamell gibt es bei uns auch und das ist mit Vanille, aber ich bleibe heute standhaft und nehme es nicht mit. Ja, also das kriegt ihr echt super günstig für 95 Cent, das müsst ihr alle mal probieren, ist richtig, richtig lecker. Das hier ist noch mit Seesalz. Und die
Die hier müsst ihr auch unbedingt probieren. Die sind auch richtig, richtig lecker. Die schmecken genauso wie die Originalen von Crunch Chips zum Beispiel. Kosten aber nur 89 Cent. Super lecker. Hallo zurück, meine Lieben. Und ja, ich möchte euch eben mal kurz zeigen, was ich jetzt alles mitgenommen habe. Es war gar nicht so viel, aber ich wollte unbedingt zum Action, weil ich ein paar Kleinigkeiten für meine Arbeitskollegin mitnehmen wollte. Denn ja, ich beende zum Januar meine, also was heißt beende, sondern ich habe gekündigt in meinem Job, den ich bisher gemacht habe und fange im Februar etwas Neues an, worauf ich mich auch sehr freue. Und ja, da möchte ich natürlich meine lieben Arbeitskollegen mit einer Kleinigkeit beschenken zum Abschied. Und was kann es anders sein bei mir als etwas im Bereich von Beauty? Deswegen habe ich gedacht, fahre ich zum Action. Da habe ich für meine Lieben was Schönes mitgenommen. Das zeige ich euch gleich. Ich möchte erstmal starten mit den anderen Sachen, die ich mitgenommen habe. Ich habe euch das gezeigt und ich hatte es euch schon mal in einem vorigen Video gezeigt, als ich beim Action war. Ich nehme da sehr gerne diese Fotoalben mit. Die kosten nur 1,99 Euro. Sind insgesamt Platz für 120 Fotos. Ist jetzt nicht die deutsche Qualität, aber die sind wirklich super schön und ja, machen sich auch gut im Regal, weil die nicht so dick sind. Das fand ich sehr schön und das fand ich jetzt mit diesem Farb in diesem Petrol mit diesen ja goldenen Streifen drauf. Wunderschön. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Dann habe ich etwas mitgenommen und ja, viele Mädels hatten mich ja bei meiner Mystery Bag gefragt, wo ich diese Versandbeutel von her habe. Und ich hatte die damals beim Teddy gekauft, aber ihr bekommt die auch bei Action für nur 39 Cent. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass wir kurz vor den 3000 stehen, da wird es natürlich wieder eine tolle, tolle Verlosung für euch geben, habe ich mir gedacht, was passt besser als dieses Täschchen, weil es sind Lippen drauf, ja, rote Lippen und ja, passt super zu mir und deswegen habe ich gedacht, nehme ich die einmal mit. Da gab es ganz viele verschiedene Sorten. Für 39 Cent bekommt ihr die da wirklich sehr, sehr günstig. Für sehr günstiges Geld, da könnt ihr Dokumente aufbewahren, andere Sachen mit reintun. Finde ich sehr schön zum Organisieren. Deswegen durfte dann einmal dieses Teilchen mit. Dann habe ich etwas mitgenommen aus der ja quasi Schreibwarenabteilung. Und ich brauchte ganz dringend einen neuen Planer. Ich habe keinen schönen Kalender für 2020 gefunden. Und jetzt für meinen neuen Job habe ich gedacht, nehme ich noch mal was mit. Ich habe zwar so ein Notizbuch, was ich immer dabei habe, aber ich würde natürlich gerne auch was kalendarisch eintragen. Und da ist dieser Planer wundervoll. Der hat gekostet knappe 3 Euro. Ich glaube 2,99. Und das Schöne ist, ja, goldiger, ne? Ist natürlich cool. Da kann man auch selber sich was reinschreiben hier mit dem Datum. Dream Plan, To Do. Fand ich sehr süß gemacht. Oder hier Trust Your Crazy Ideas. Also fand ich sehr cool. So ein bisschen kreativ zum Gestalten. Werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit für nehmen. Fand ich auch wunderschön. Diesem, ja, so Rosé-Flieder ist es. Und mit diesen silbernen Ornamenten drauf. Hat mir sehr gut gefallen. Deswegen durfte das noch einmal mit. Dann habe ich mitgenommen für meine Kiddies. Ja, Feuchttücher, habe ich euch schon mal gesagt. Die nehme ich gerne im Action mit. Für unterwegs. Da brauche ich nicht weiter was zu erklären. Das sind einmal die hier. Für 69 Cent. Die habe ich dann einmal mitgenommen. Das ist keine ganz große Packung, weil die großen Packen trocknen bei uns irgendwann aus und ich finde die für die Handtasche auch viel handlicher. Dann habe ich mitgenommen für mich selber natürlich auch noch etwas, aber nicht sehr viel. Ich habe wirklich im Moment einfach genug Sachen da und ich möchte halt mehr aufbrauchen. Deswegen habe ich eigentlich nur nachgekauft, weil die bei mir so gut, ich habe glaube ich nur noch eins oder sind glaube ich auch schon alle. Die Cucumber Under Eye Pads habe ich mitgenommen. Es sind 4 Stück drin für 89 Cent. Die finde ich ganz gut. Sie sind für morgens ganz gut, wenn man die vorm Schminken auflegt und dann während des Schminkens drauf lässt, dann kann man die danach abziehen. Die Haut fühlt sich gut an. Das nehme ich immer sehr gerne mit, habe aber auch nur eine Packung mitgenommen. Die Hydrogel iPads habe ich diesmal da gelassen. Was ich mitgenommen habe, weil ich hatte die mit Kokos schon und die mit Avocado hatten die damals nicht da. Ich habe mir zweimal die Fußmaske mitgenommen mit Avocado. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Habe mich auch gefreut, dass ich die noch erwischen konnte. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Sachen, worum ich da reingegangen bin, ist, ja, wie gesagt, für meine Arbeitskollegen wollte ich gerne eine Kleinigkeit mitnehmen, weil ich in meinem Job, in dem ich jetzt gearbeitet habe, 4 Jahre gearbeitet habe und ja, ich gehe so mit einem tränenden, aber auch mit einem lachenden Gesicht, dann mich erwartet etwas Neues und ja, ich habe mich halt einfach an meine quasi Kolleginnen, um mich von denen zu verabschieden, eine Kleinigkeit habe ich für die mitgenommen. Ich habe mir gedacht, ich habe auch einen Herren im Team, der kriegt auch eine Maske, der darf sich auch ein bisschen verwöhnen und zwar habe ich mir dann von dieser Goldmaske, die kannte ich auch noch gar nicht, die habe ich heute zum ersten Mal gesehen, die Gold Mask Hydrogel
Das ist auch so eine Zwei-Phasen-Maske, finde ich sehr, sehr gut. Da kann man es als Mann natürlich auch benutzen, wenn man irgendwie Bart hat, dass man nur vielleicht den oberen Bereich dann benutzt. Die haben 99 Cent gekostet, deswegen habe ich davon 4 Stück für meine 4 Kollegen mitgenommen. Ich werde denen so kleine Päckchen damit fertig machen. Und was ich noch mitgenommen habe, was ich auch von der Optik her wunderschön fand, sind diese Handcreme. Sind 4 Stück drin, Marble Handcreme Set. Ich mache die mal eben auf, die werden sowieso in so Tütchen kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die, ja, die haben einen coolen Verschluss. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Duftrichtung das ist, aber auf jeden Fall fand ich die sehr interessant. Und ich finde, die machen auch was her, wenn ihr die irgendwie an eurem Arbeitsplatz stehen habt oder so. Genau, so sehen die dann einmal aus. In diesem, ja, Marmor-Design. Die waren jetzt 4 Stück für, ich glaube, 3,69 €. Also hat das Stück weniger als 1 € gekostet. Deswegen habe ich die dann auch einmal mitgenommen. Die werden dann gemeinsam mit den Masken und so Tütchen reinkommen für meine Lieben. Und was ich noch mitgenommen habe, dann haben wir einen kleinen Haul diesmal abgeschlossen. Ich habe wirklich nicht viel mitgenommen. Und zwar wollten meine Kiddies noch was zum Knabbern haben und da haben wir auch 3 Teile mitgenommen. Ja, und ein kleiner Fail-Hinweis am Rande. Ich habe gerade bemerkt, dass ich das Ringlicht aus hatte, nur mit der Softbox gedreht habe, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich bin heute auch ein bisschen abgehetzt und im Stress und meine eine Wimper, ich weiß nicht, man sieht das, glaube ich, auch die ganze Zeit, die hängt so ein bisschen auf 7:30. Aber ist nicht so schlimm. Ich zeige euch jetzt eben noch die Knabbersachen. Einmal Tuckkekse mit Paprika haben wir mitgenommen. Wir haben keine Süßigkeit diesmal mitgenommen. Die waren standhaft. Und von Crocky diese ja, geriffelten in gesalzener Variante. Und die Nachos, die ich euch gezeigt habe, die sind mega lecker. Die schmecken genau wie die von Crunch Chips, kosten aber fast die Hälfte. Die Tortilla Nacho Cheese Flavor Chips, die schmecken auch richtig, richtig gut. Und ansonsten, das war ein ganz kleiner ja, Action-Haul. Nur wie gesagt, ich habe aus gegebenem Anlass gedacht, nehme ich euch mal mit und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Das könnt ihr einmal hier unten tätigen und bitte die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner weiteren Videos. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag und sage mal bis bald.